Hallo und herzlich willkommen erneut zu einer Mod-Vorstellung und einer daran direkt anschließenden Fahrt. Diesmal geht es um eine Mod, eine Fahrplan-Mod für Rhein-Ruhr-Osten. Wenn ihr euch das runterladet, dann seht ihr auch direkt hier, dann könnt ihr den Custom-Fahrplan vom guten Heberthaar auswählen. Link dazu ist in der Videobeschreibung, natürlich nur für den PC. Und ich zeige euch erstmal, was wir hier so alles machen können. Wir können natürlich zu Fuß spawnen, wir können mit der 218 fahren. Von Hamburg-Lübeck, beziehungsweise von dem 218 DLC, haben wir so ein paar Güterzugfahrten, die wir damit erledigen können, über die volle Streckendistanz. Einmal auch hier muss auch ein bisschen gekuppelt werden, das ist schon mit dabei. Dann können wir mit der 146 im Regionalverkehr auf dem RE4 und dem RE13 unterwegs sein, auf der vollen Distanz. Dann haben wir die 642 von der Maintalbahn und haben hier die S7-Fahrten mit, die wir hier machen können, zwischen Wuppertal-Hauptbahnhof und Wuppertal-Oberbarmen, also recht kurz. Da gibt aber die Strecke halt nicht viel mehr hin, die 423 von Köln-Aachen. Da können wir den RE16 fahren und den RE49. Der RE49 ist in Realität, glaube ich, ein Flirt 3, meine ich. Können wir auf jeden Fall auch hier zumindest kurz fahren. Ihr seht, das sind nur so 3 Minuten Fahrten. Das ist halt wirklich nur so vom Betriebsbahnhof oder vom Betriebshof zum Hauptbahnhof. Und mehr ist da nicht. Aber es ist halt eben im Fahrplan drin und das finde ich cool. Talent 2 haben wir ebenfalls, sowohl von Köln-Aachen als auch von Dresden-Riesa. Und da können wir auf der RB 48 fahren. Da fährt normalerweise der Talent 2 von National Express. Ich glaube, das Repaint gibt es auch, aber man kann es halt leider hier nicht auswählen. Es sei denn, ihr habt ein Creators Club Repaint, dann wird das natürlich klappen. Dann haben wir die 612 von der Tarantarampe. Auch hier auf der S7 kann die eingesetzt werden. Mit der 363, mit der 363 kann hier rangiert werden, bisschen im Rangierverkehr. Auch was ich cool finde zum Beispiel, dass wir hier Doppelstockwagen durch die Gegend rangieren können. 30 Minuten werden wir jetzt nicht machen, aber die Möglichkeit besteht. Im Fernverkehr mit dem ICE 1 und ICE 3 können wir hier durch die Gegend gurken. Und was ich sehr cool finde, es gibt hier ein paar von diesen Diverted Trains. Und die fahren dann, ihr seht es dann hier, die fahren dann hier über die S-Bahn-Strecke statt über die normale Strecke. Das werden wir auch auf jeden Fall machen, allerdings nicht heute, aber wir werden das definitiv mal machen. Das finde ich nämlich wirklich von der Idee her ziemlich, ziemlich cool. Das gleiche können wir dann mit dem ICE 1 machen von Kassel-Würzburg, ne? Auch da, ich glaube, das sind im Grunde genommen die gleichen Fahrten. Na, wobei, das stimmt gar nicht, sind nicht die gleichen Fahrten. Nee, sind andere ICEs. Aber auch hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, diverted unterwegs zu sein. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Was wir jetzt gleich machen werden, ist mit der 422 über die Strecke düsen. Ne, das kennen wir, S8, S9 kann hier gefahren werden. Dann die 185 im Güterverkehr hat hier so ein paar Einsätze, genauso wie der Vectron hat da noch ein paar mehr Einsätze. Ne? Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit dem Vectron rumzufahren, auch auf dem RE13. Ich denke mal, wir werden dort dann Intercity-Wagen, Quatsch, gar nicht, Doppelstockwagen hinter uns herziehen. Alles andere, ich wüsste nicht, was sonst. Oder N-Wagen. Aber ich glaube, es sind Doppelstockwagen auf dem RE13. Und aber auch natürlich Güterzüge. Dann haben wir die 101, und zwar die normale 101, nicht die Expert 101. Ne, also müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr euch jetzt extra den Expert 101er kaufen müsst, müsst ihr nicht. Auch hier können wir dann über die ganze Strecke fahren. Leider keine Diverted-Züge, nicht über die S-Bahn, aber vielleicht ist auch gar kein Platz mehr im Fahrplan. Hier noch diverse 185er-Ausführungen, die ich jetzt hier als Mod noch runtergeladen habe, aber das sind eben die gleichen Fahrten. Dann eben mit dem Doppelstock-Steuerwagen, auf dem RE4 kann gefahren werden. Und hier RB91 sogar noch ein kurzer Depot-Move, das funktioniert ebenfalls. 112 und 143 können im Regionalverkehr eingesetzt werden und im Güterverkehr. Dann die Foslo G6, sind glaube ich die gleichen Fahrten wie die V60. Dann haben wir die 182 von MSCE, beziehungsweise die Dispolok 182 von Kassel-Würzburg. Die kann hier auf die gleichen Fahrten eingesetzt werden wie die 185. Ebenso mit der 187 von Skyhook Games. Und dann haben wir noch die 114 von der Kinzigtalbahn, die auf dem RE13 ebenfalls eingesetzt werden kann. Und auf dem RE4. Ja, sehr cool. Wir fahren im S-Bahn-Verkehr, nehmen mal hier die
grüne Rhein-Ruhr-Osten 422 und fahren hier mal um 9 Uhr morgens, um 8.30 Uhr morgens von Wuppertal-Steinbeek nach Hagen Hauptbahnhof. Nehmen uns Custom Weather, machen uns ein bisschen die Bewölkung rein, Windstärke los und dann schauen wir einfach mal rein in den Fahrplan. Das ist natürlich jetzt nicht der komplette Fahrplan, den wir hier sehen, weil wir eben nur besagten S-Bahn-Verkehr sehen. Und wir sehen jetzt nicht, was auf der Hauptstrecke an sich unterwegs ist, aber das ist vollkommen fein. Wir haben ja noch andere Fahrten vor uns, da steht auch ein ICE. Interessant. So, erstmal machen wir uns das Licht an, damit wir was sehen. Und einmal, na, komm schon. So, Fahrtrichtungswende nach vorne und Türen auf der linken Seite auf. So, dann einmal die Beleuchtung auf Signallichter. Ach, der ICE fährt jetzt auch los. Hallihallo. Dann machen wir uns die PZB noch an. Das FIS stellen wir uns ebenfalls ein. Wir sind nämlich die S9 nach Hagen Hauptbahnhof. Beziehungsweise fährt die nicht eigentlich nach Haltern am See? Gucken wir mal, was wir einstellen können. S9 nach Wuppertal, S9 nach Haltern. Ja, S9 nach Haltern am See. Hervorragend. So, dann können wir auch gleich schon losfahren. Machen schon mal die Türen zu. Und haben soweit eigentlich alles erledigt. Und auf geht's. Lichter sind an. Und wir fahren einfach mal los. Lange schon nicht mehr in der 422 unterwegs gewesen. Das ist tatsächlich lange her, ne? Ich mach mal hier die Spitzensignale auf Fernlicht an. So, wir müssen aufpassen wegen der PZB. Aber wir dürfen mit 60 ausfahren. Befreien uns also und beschleunigen mal auf 60. Nächster Halt ist Wuppertal Hauptbahnhof. In wenigen 100 Metern. Ich mach mal wieder das Licht runter. Oh, da sind wir schon zu schnell. Grüßen den Kollegen. Und halten an. Ja, neue Fahrplan-Mod. Ich habe schon bei München-Augsburg erwähnt, es fühlt sich dann immer so an, als sei die Strecke ehrlicherweise ganz frisch. Hier ist auch noch die Mod installiert, deshalb ist es auch so ein bisschen dunkel hier. Das ist die Mod, wo man das Tod-Belichtungssystem von, also das Time-of-Day-Belichtungssystem von Dresden-Riesa bzw. Dresden-Chemnitz auf den alten Strecken dann hat. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool dann aus. Wir können uns mal eben umgucken, was wir sonst noch so stehen haben. Hier ist halt eben auch noch die S-Bahn. Leider ohne Zugziel, vielleicht lieber Modder, falls du das siehst, kann man das noch anpassen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier vorne noch irgendwas abgestellt war. Schauen wir mal. Ja, da ist auch schon wieder eine S-Bahn eingefahren. Okay. Dann schließen wir die Türen, um rechtzeitig abzufahren. Scheinwerferlicht. Ja, bitte. Das sind eigentlich... Ja. Wir machen mal einmal kurz, ne? Sonnenblende einmal runter. Und die S-Bahn in Gegenrichtung ist auch schon abgefahren. Auf der S9 fährt heutzutage übrigens ein Flott 3XL. Kann man auch theoretisch auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr fahren. Denn zum Beispiel bei den Haltestellen zwischen Essen-Hauptbahnhof und Essen-West könnte man den theoretisch fahren. Ich glaube, der ist zwar nicht im Fahrplan integriert als fahrbar, aber rein theoretisch wäre er dort fahrbar. So, wir dürfen jetzt gleich 70 fahren. Nächster Halt ist dann Unterbarm in 1,2 Kilometern. Hua, ich wollte nicht aufstehen. So, wir dürfen jetzt gleich 90 fahren. Signal zeigt uns freie Fahrt an.
So. Ah, ein bisschen können wir noch. Naja, wobei, vielleicht sollten wir jetzt mal langsam anhalten. Ich glaube, die Bremsen der 422 sind nicht extremst gut. Da ist noch eine S-Bahn. Die steht hier in der Abstellung tatsächlich. Oder. Gut, ich weiß nicht, ob es eine Abstellung ist. Ja, bitte wegtreten. Die Person war gefährlich nah am Bahnsteigsrand. Wir fahren ganz vor bis zu den Treppen, falls noch irgendjemand hier runterrennen möchte. So, Türen auf. Und wir gucken uns einmal ganz kurz im Innenraum hier an. 422 der S-Bahn Rhein-Ruhr. Altes Repaint, müsste sogar noch aus dem Railsim-Forum sein. Funktioniert aber nach wie vor. Ne, original wird ja die Verkehrsrote 422 mitgeliefert und wir haben aber hier diese VRR-Lackierung in Grün, die S9 fährt oder fuhr ja dann in dieser Lackierung auch. Und auch der Flirt 3 XL hat ebenfalls eine grüne Lackierung. So, ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas vergessen haben eigentlich beim Aufrüsten, aber ich glaube, soweit passt alles, ne? Okay, wir sind zwar einen Augenblick zu früh. Darf eigentlich als S-Bahn auch nicht passieren. Passiert auch, glaube ich, gerade auf der S9 sehr selten, dass der Zug zu früh abfährt. Normalerweise ist das auf der S9 eher zu spät. Ich kenne auf jeden Fall die S9 aus der Realität sehr, sehr gut und kann euch sagen, die ist wirklich sehr regelmäßig sehr spät. Nächster Halt ist Wuppertal-Barmen in 1,8 Kilometern. Man merkt auf jeden Fall dem Fahrzeug an, dass es schon etwas älter ist. Also Fahrphysik ist so lala, Sounds sind auch. Ja. Geht so. Aber es macht trotzdem Spaß, finde ich, in der 422 unterwegs zu sein. Vor allen Dingen eben mit, in Anführungszeichen, neuen Aufgaben hier im Fahrplanmodus. Wirkt das alles halt immer so ein bisschen frischer. Und das finde ich ist einfach wichtig, dass da ab und an mal was Neues noch kommt und. Das tut es ja von der Community zum Glück, oder von Seiten der Community zum Glück sehr oft, dass da nochmal was kommt und dann sieht es einfach, dann fühlt es sich einfach wieder neu an und das finde ich schon sehr cool. Also vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, was uns hier noch so im Fahrplan jetzt noch entgegenkommt. An S-Bahn war auf jeden Fall einiges unterwegs. So, und wir müssen gucken, dass wir mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Das schaffen wir nicht ganz. Und wir halten an. Hier da vorne, da sehen wir schon die Fahrgäste, wie sie hier runterlaufen. Und wir halten an. So, schön. Wir sehen auf jeden Fall grüne Signale in beide Richtungen. Das heißt also, es wird sowohl aus dieser Richtung als auch in diese Richtung fahrend etwas kommen. Denn ne, in alle Richtungen sehe ich da was Grünes. Kann sich also eigentlich nur noch um Augenblicke handeln, bis der nächste Zug hier entgegenkommt. Ich hoffe nur nicht, dass wir den halt eben verpassen, wenn wir jetzt gleich auf die in Richtung der S-Bahn abdriften. Ne? Also dann hier diesen Weg links nehmen. Aber dann ist das halt so. Ne? Gut. Tja, liebe Fahrgäste, Sie haben Pech gehabt. Sie sind zu spät. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben bekanntermaßen oder die Deutsche Bahn. Aber wer bestraft die Deutsche Bahn, wenn sie zu spät kommt? Naja. Reden wir nicht darüber. Wir dürfen 100 fahren. Ich glaube, was ist Frau Max von der Kiste? Ich glaube 140. Ja, gut, also wenn die Anzeige bis 180 ist, dann wird vom Max sicherlich 140 sein. Ich glaube nicht, dass die 160 drauf haben. Das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Außerdem haben wir jetzt Langsamfahrt zu erwarten. Mit 60.
So. Oh, da steht die RB 48. Leider auch hiermit nicht einsteigen. Also, ne, mein lieber Modder, falls du das siehst, falls du hier gerade zuschaust und tatsächlich der deutschen Sprache mächtig sein solltest, was ich fast schon glaube bei einer Person, die einen Fahrplan für eine deutsche Strecke macht. Falls es klappt, ich fände es cool, wenn tatsächlich die Zugziele funktionieren. Wobei bei den beiden Zügen, die waren jetzt in der Abstellung. Das hat man gesehen. Achso, wir sollen noch gar nicht 60 fahren. Na ja gut, jetzt sind wir ein bisschen verspätet, aber okay. Wir halten erstmal an hier in Oberbarmen. Haartafel ist da vorne. So, und Tür auf. Vielleicht mal an dieser Stelle ein Foto. Einmal das Sichtfeld runter. Einmal die Schärfentiefe runter. Und ein bisschen Bewölkung hätte ich gerne. Ich habe Bewölkung noch voreingestellt. Was soll das? Aha, jetzt hat sich die Beleuchtung komplett. Ja, das ist irgendwie seit einem Update gab es irgendwie Probleme mit dem Fotomodus. Ich springe da nochmal rein. In der Hoffnung, dass wenn ich jetzt hier wieder rausspringe, dass sich der Fotomodus hier wieder irgendwie anpasst. Beziehungsweise die Belichtung. Jetzt ist es so komisch beleuchtet. Wir machen es mal so. Ich glaube, das Problem habt ihr aber auch schon identifiziert. Ich habe es auf jeden Fall mehrfach schon von der Community gehört, dass der Fotomodus aktuell Probleme macht. Mit den Wettereinstellungen und da teilweise irgendwelche Sachen zurückgesetzt werden. Aber okay. So, dann Hallihallo, Kollege. Gegenzug. In Doppeltraktion als Vollzug. Das wird also dann keine S9 sein. Wird wohl eine S8 sein, oder? Also, wir dürfen mit 60 ausfahren. Eine Soundmod für den 422er fände ich mal cool. Also, das Fahrzeug ist ja wirklich schon so uralt. Also, da fände ich wirklich mal. Eine Soundmod wäre schon ganz cool. So, ach, wir dürfen 120 fahren, hervorragend. Nächster Halt ist Langerfeld in 800 Metern. Dann fahren wir doch nicht 120. Manchmal macht es doch auf jeden Fall Spaß, die alten Strecken zu doch nochmal zu revisiten. Ne, und halt eben nicht nur auf den neuen Strecken unterwegs zu sein, weil viele Strecken haben immer noch so einen gewissen Charme. Gerade Rhein-Ruhr-Osten finde ich ist immer eine Strecke, die man sehr, sehr gut spielen kann, die immer sehr viel Spaß macht. Und vor allen Dingen eben, wenn man am PC ist und auch Mods entsprechend mit in seinen Spielzyklus mit reinbringen kann. Machen wir das Fernlicht hier wieder aus am Bahnsteig. Und wir sehen auch Fahrgäste steigen ein und aus. Das ist doch super. Hier kommt dann gleich die S9 nach Essen Hauptbahnhof. So, wir können noch warten. In Langerfeld.
Ja, die Tristesse von Wuppertal. Ja, ne? Wuppertal halt. Ich kann mir die Scheibenwischer einstellen. Sonst noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Achso, ja, und PZB und so können wir natürlich auch hier einstellen. Wir dürfen 120 fahren. Einmal Hebel on the table und los geht's. Ich habe jetzt immer noch nicht herausgefunden, wie schnell wir tatsächlich fahren dürfen. Ich bin mir sehr sicher, dass es 140 sind. Müsste eigentlich. Ich werde es gleich nachgucken. Ihr braucht es mir nicht in die Kommentare zu schreiben. Ein bisschen können wir noch einmal kurz beschleunigen auf die 120 hoch. Und dann können wir gleich runterbremsen. Ich würde mich freuen, wenn wir was an Fernverkehr noch sehen würden. Denn der ist ja definitiv vorhanden. Es wäre auch schön, den aber auch tatsächlich dann zufällig erwischt zu haben hier im Video. Ich habe es ja angekündigt, wir haben es ja gesehen, es ist ja im Fahrplan drin, aber nicht, dass dann irgendjemand sagt, ja, wo ist der Fernverkehr? Wo ist er denn? Das soll ein Fahrplan sein, wo ist er denn? Ja, der ist da. Was auch da ist, ist vermutlich die Tatsache, dass ich hier ein bisschen überschieße über den Bahnsteig hinaus. Vielleicht mit einer Tür? Ah, es geht. Ach, aber das geht ja sowas von. Das war geplant. Das war geplant. Das glaubt ihm bestimmt, ne? Na klar, na jetzt, wo er gut steht, dann sagt er, das war geplant. Ja gut, es war vielleicht nicht geplant. So. Wir sollen noch eine halbe Minute warten. Jedes Mal, wenn ich diese Stromkästen hier sehe, denke ich, das ist ein Collectible, dass man hier irgendwie da rangehen muss und dann wird das da richtig hingebaut. Aber das ist gar kein Collectible, das ist einfach ein Asset. Und ich falle da jedes Mal aufs Neue drauf rein. Nächster Halt ist Schwelm. Hier liegt zwar kein Magnet für die 80, wir werden es natürlich trotzdem bestätigen. Denn es werden keine Magnete bestätigt, es werden Signale bestätigt. Und jetzt geht es für uns auch gleich dann hier nach Schwelm, dann nach links rüber. Über die S-Bahn-Strecke. So, und wir bremsen. Ab hier gelten die 80. Und wir halten an. 60 am Bahnsteigsanfang. Das hat diesmal ganz gut geklappt. Oh, ich sehe ein Collectible. Das muss jetzt. Sorry, Leute, das muss eingefangen werden. Anscheinend stand ich tatsächlich noch nie hier in Schwelm. Gibt es hier noch mehr Collectibles? Nee.
Sieht nicht so aus. Kann einmal über durch unseren Zug gehen. Hallo? Okay. Können wir hier rein? Okay, wir können nicht in unseren Zug rein. Wegen. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir in unseren Führerstand wenigstens zurückkrabbeln können. Ja, okay, das klappt. Glück gehabt. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben hier verspätete KI-Züge. Verspätung 6 Minuten, Verspätung 5 Minuten. Interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das eingebaut wurde oder sich da irgendwas vielleicht verhakt hat. Und deshalb uns auch bisher nicht so viele Züge entgegengekommen sind. Vielleicht sollten uns aber auch bisher nicht so viele Gegenzüge entgegenkommen. Also es ist halt immer so schwer zu beurteilen. Soll das so sein oder ist da jetzt irgendwas falsch gelaufen, ne? Man weiß es nicht. So. ...80 dürfen wir fahren. Einmal hier durch die Unterführung. Nächster Halt ist dann Gevelsberg. Jetzt können wir endlich mal ein bisschen fahren. Das ist auch nochmal ein ganz guter Ort für ein Foto. So, jetzt haben wir die Beleuchtung auf jeden Fall mal hoch, dass wir auch was sehen können. So. So. Bisschen Leistung aufschalten, es geht nämlich leicht bergauf. Und jetzt auch schon wieder nicht mehr. Oh, schön hier, die herbstliche Vegetation. Mal durch den Tunnel durch. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas mit der Beleuchtung kaputt gemacht habe seit dem Fotomodus, ne? Also irgendwas ist ich glaube... Ah, wisst ihr, was es sein könnte? Ich glaube, das ist die Kombination aus etwas kaputtem Fotomodus plus dieser TOT 3.5 Mod, sodass sich das beides irgendwie nicht miteinander verträgt. Ich kann mir vorstellen, dass dass da vielleicht irgendwie was an dieser Stelle dann kaputt gegangen ist. Aber okay, Hauptsache wir können trotzdem weiterfahren, ohne dass das jetzt komplett blöd aussieht. Und das tut es ja außerhalb der Tunnels jetzt nicht wirklich. So, dann sind wir jetzt kurz vor Gevelsberg. Gevelsberg ist so ein richtiger Ruhrpott-Ortsname, ne? Gevelsberg. Das ist so richtig Ruhrpott.
So, wir halten an. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sind wir pünktlich? Ja, nicht ganz. Eine Minute. Das ist pünktlich. Das ist doch pünktlich. So, wir halten direkt hier an der Treppe an. Fantastisch. Was mir auch sehr gefällt, seit längerem ist das jetzt schon mit drin, hier die Fahrgäste, die dann auch so tatsächlich Koffer mit sich rumschleppen oder so eine Aktentasche. Also, dass da deutlich mehr Variabilität jetzt drin ist. In den Passagier. Es ist jetzt auch so die Kleidung, die die tragen, dass das wirklich sehr unterschiedliche Dinge sind. Hier auch mal mit so einem Handy in der Hand. Na, hat sonst noch irgendjemand was? Die hat auch ein Handy. Ja, noch einen Kaffeebecher. Sie hat ein Handy. Er hat gar nichts. Auch ein Handy. Na, also, finde ich auf jeden Fall sehr realistisch, wenn doch jede zweite Person eigentlich ein Handy in der Hand hat. Kommt ja doch aus der Realität, in der Realität häufiger vor. Er rawdockt einfach. Gut. Auf geht's. Oh, wir sind zu früh abgefahren, ne? Ne, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir sollen um 9 in Gevelsberg-Kipp sein. Na, das kriegen wir vielleicht nicht ganz hin, in 8 Sekunden dort die Türen aufzumachen. Aber wir geben uns Mühe. Dürfen allerdings jetzt auch nicht schneller als 80 fahren, daher. Schön hier die Stelle auch gerade mit der Vegetation, so schön bunt, ne? Also so viele verschiedene Farbtupfer aus dem Herbst. Also Rhein-Ruhr-Osten hat seine Qualitäten, ganz klar. So, wir blenden einmal ab, damit wir dem Kollegen keine kostenlose Augenoperation geben. Na, das wird, glaube ich, nichts. Ich glaube, diesmal überschießen wir wirklich. Ja. Ja, 1,5 Türen. Naja, gut. Wo fährt der hin? Das ist die S. Müsste die. Was ist das? Einfachtraktion? S9, ne? Ja, die S9 nach Essen. So, wir schließen auch die Türen. Und fahren los. Dürfen 100 fahren. Und Gevelsberg Hauptbahnhof als nächster Halt. Einmal schnell auf die 100 hoch. Und wir können dann direkt wieder anfangen zu bremsen. Das ist der Hauptbahnhof? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist hier ein Haltepunkt. Ich wusste gar nicht, dass Haltepunkte als Hauptbahnhöfe fungieren können. Aber okay, ich glaube, die Kategorisierung Hauptbahnhof sagt nur, dass das der größte Bahnhof einer Stadt ist. Und wenn eine Stadt mehr als einen Bahnhof hat, wird sie dann wohl einen Hauptbahnhof haben, ne? Das ist dann vermutlich einfach nur so eine Art logische Konsequenz, ne? Hauptbahnhof, dass das hier Hauptbahnhof bezeichnet wird. Tatsächlich. Ja, vielleicht, weil hier auch noch der Bus jetzt hält, ne? Okay, so, dann Türen dürfen wir jetzt schließen in ein paar Sekunden. Und Türen zu. Und auf geht's.
Und tschüss. So, 100 km/h sind erreicht. Gevelsberg knapp. Gevelsberg hat mindestens 3 Haltepunkte. Das ist ja verrückt. So, wo sind wir mittlerweile? Ja, okay, gut. Auf jeden Fall schon über die Hälfte des Weges zurückgelegt. Hoch, nein, ah. Und da ist eine Ankündigung von 90. Da war kein aktiver Magnet. Und wir bremsen rein. Und angehalten. Wir sind immer noch pünktlich. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Pünktlich im S-Bahn-Verkehr. Ich fahre ja so selten eigentlich im Simulator im Nahverkehr, also wirklich im S-Bahn-Verkehr. Weil irgendwie habe ich halt mehr Spaß daran, über längere Zeit schnell zu fahren, als ständig anzuhalten. Aber es hat doch auch seine Qualitäten. Ich finde es cool. Es macht Spaß. Macht es euch Spaß? Ich hoffe schon. Ich denke mal, ein paar Leuten wird es Spaß machen, sonst würden nicht mittlerweile so viele Leute zugucken. Wofür ich auf jeden Fall regelmäßig meinen Dank aussprechen möchte, dass tatsächlich so viele Leute hierbei zuschauen, wie ich hier die Züge unsicher von A nach B bringe. Es ist natürlich immer eine Ehre, dass Leute auch aus verschiedensten Ländern zugucken. Also nicht nur aus Deutschland, sondern ich auch Zuschauer habe aus der Schweiz. Aus Bern, aus Luzern, aus Österreich, aus Wien, aus Graz, aus Innsbruck, aus Tschechien gucken Leute zu, aus Luxemburg, aus den Niederlanden teilweise, aus England, aus Frankreich. Also es ist wirklich der Wahnsinn, dass da auch Leute tatsächlich zugucken aus Ländern, die nicht unbedingt Deutsch sprechen, Österreich und Schweiz mit einbezogen. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für all die Leute, die hier regelmäßig mal zuschauen und kommentieren und einen Daumen hochlassen oder auch gar nichts kommentieren, sondern einfach nur still zuschauen. Das ist ja immer eigentlich die große Mehrheit. Sind ja eigentlich immer die Leute, die still zuschauen, ohne dabei zu interagieren. Und gerade die sind besonders angesprochen. Ich sehe euch. Ja, ich sehe das. So. Dann sind wir hier in Hagen-Westerbauer. Das hat hier ein bisschen was von Überwachungskameraperspektive, oder? So leicht. Hier, als hier an so einem Pfahl dran. Ja, schon irgendwie. Hier ist auch noch ein Collectible, aber da stehe ich jetzt nicht auf für. Sie telefoniert sogar. Sehr cool. Okay. Dann Türen lassen wir noch auf. Ein halbes Minütchen. Wir wollen ja nicht zu früh abfahren.
Das geht ja gar nicht, ne? Zu spät ist ja irgendwie, ne? Damit rechnet man, aber zu früh auf gar keinen Fall. Das ist, ich würde sagen, eigentlich das Schlimmere von den beiden, wenn ein Zug zu früh abfährt, als wenn er zu spät abfährt. Ja, jetzt wollte ich gerade mal nachgucken, ob hier eigentlich auf der Strecke irgendwas los ist, aber so richtig los ist dann nichts und ich frage mich gerade, woran das liegt. Hat sich da irgendwas im Fahrplan verkeilt? Das kann natürlich sein, weil die Fahrplan-Mod in so einer frühen Beta-Version jetzt rausgekommen ist. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass da nicht alles 100% perfekt läuft und ich zufälligerweise vielleicht genau da irgendwie was erwischt habe, wo der Fahrplan sich da aufhängt. Oder ich bilde mir das jetzt einfach nur ein. Das kann natürlich auch sein. So, wir dürfen 100 fahren. Das ist die Ankündigung auf 80. Ab hier gelten die 80. Wollen natürlich nicht zu schnell sein. Wir sind ja eigentlich relativ pünktlich. Wir haben es gar nicht nötig, da 1 oder 2 km über der Geschwindigkeit zu sein. Müssten jetzt auch schon kurz vor Hagen Hauptbahnhof sein. Viel fehlt da nicht mehr. Wir sollen jetzt aber anhalten in Heubing. Das machen wir doch mit Vergnügen. Und Türen auf hier in Hagen Heubing. Da hat mein Handy gebimmelt. Wird entschuldigt. Passiert ungefähr jedes Mal in jedem Video. Also Profi auf jeden Fall hier am Start. Okay, weiter geht's. Ah, umso mehr, also jetzt fahren wir hier die S9 im 422er, ne? Und umso mehr wünsche ich mir jetzt den Flirt 3. Ich glaube, das wäre so ein cooler Zug, mit dem Flirt 3 XL hier unterwegs zu sein. Den könnte man hier einsetzen, den könnte man auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr einsetzen. Den könnte man im Bereich Frankfurt mit einem passenden Repaint einsetzen. Ich glaube, selbst in Hamburg mit entsprechendem Repaint wird es sogar auch gehen. So, Ankündigung auf 70. Wir sehen, die V-Überwachung ist aktiv, aber wir sind sowieso schon unter der 85. Kleiner eingleisiger Bereich hier. Und nächster Halt ist Hagen-Weringhausen. Langsam Fahrt zu erwarten mit 40, da sehen wir es.
Jetzt geht's ordentlich bergab. Uiuiui, mit 3%. Das ist richtig viel. Fühlt sich ja fast an wie auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Auf der war ich übrigens letztens unterwegs. Und ich finde es krass, wie man auch als Fahrgast an einigen Stellen die Fliehkräfte spürt. Also wenn es da wirklich teilweise hoch und runter geht, wenn man da jetzt nicht irgendwie zu sehr vertieft ist in im Handy oder sonst wie. Oh, aktive 500 Hertz. Okay. Und so ein bisschen tatsächlich auf die Strecke achtet, dann merkt man das an einigen Stellen so extremst, wie die Strecke hoch und runter geht. Das sieht man zwar nicht so sehr, weil man eben ja als Fahrgast nur seitlich rausguckt, aber es fühlt sich zumindest an einigen Stellen manchmal echt so ähnlich an, wie dieses Gefühl, das man im Magen hat, wenn die Achterbahn jetzt ganz schnell runtergeht. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich tatsächlich zwischendurch auch auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main gehabt als Fahrgast. Und das finde ich schon krass, dass die Strecke tatsächlich so gebaut wurde. Was aber auch, glaube ich, gar nicht mal so schlau ist, dass sie so gebaut wurde, weil das auch einer der Gründe ist, wir müssen jetzt aufpassen, dürfen nicht schneller als 25 fahren. Was aber auch, glaube ich, einer der Gründe ist, weshalb Güterzüge nicht über die Strecke fahren dürfen, ne? Das ist dann. So, jetzt hätte ich fast die Zwangsbremsung bekommen. Also es wäre halt schön, wenn nachts über Güterzüge die Strecke benutzen könnten, aber das dürfen sie ja, glaube ich, nicht. Eben wegen diesen krassen Steigungen und negativen Steigungen, um es mal ganz technisch auszudrücken. So, das war. Was stand da? 30? Dürfen auf jeden Fall 40 fahren. Nächster Halt ist Hagen Hauptbahnhof, wo unser Zug hier endet. Das wird nicht das letzte Mal sein, wo wir die Fahrplanmod hier gefahren sind. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal den Fernverkehr hier mit der Mod ausprobieren. Jetzt nicht vielleicht sofort, aber definitiv werden wir das tun. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles gewesen ist, was wir gesehen haben, sondern sich da irgendwas verkeilt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch mal ein Update gibt oder so. Also irgendwas wird da vielleicht nicht 100% funktioniert haben. Aber das ist meines Erachtens kein Grund, um die Mod jetzt irgendwie schlecht zu heißen, schlecht zu finden. Ganz im Gegenteil, ich find sie bisher ziemlich cool. Aber wir werden uns sie auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher angucken in Zukunft. Haltet da Augen und Ohren offen. Da werden wir mit Sicherheit uns nochmal gemeinsam darüber austauschen. So, wir sollen ganz durchfahren. Vermutlich sollen wir den Weichenbereich da frei machen. So, das ist jetzt der Fall. Und wir halten hier an der Überdachung an. Kommen mit einer Minute Verspätung an. Ich glaube, das ist für die S9 mehr als untypisch. Schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Hier sehen wir noch eine 112er abgestellt. Da ist noch eine S-Bahn. Ja, wir sehen auch, da kann nicht alles. Oh, Moment. Hier zum freien Spiel zurückkehren. Da kann nicht alles perfekt geklappt haben, weil hier sind Züge, die Verspätung haben, 20 Minuten. Hier die Regionalbahn und so. Da muss sich irgendwas aufgehängt haben. Hier auch der RE7, 33 Minuten. Das ist, glaube ich, kein Feature, das ist ein Bug. Auch hier RE13, ich weiß noch nicht, was RE13 Fan heißt. Huch, was ist das denn? Olgezüge. Was ist denn da passiert? Ist das bei den anderen auch? Nee.
Ist das nur bei dem hier so? Das ist ja mal einer der lustigsten Fehler, die ich bisher im TSW gefunden habe. Womit das wohl zusammenhängt? Man weiß es nicht. Na gut, aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Achso, oder vielleicht noch nicht ganz 100%. Wir können uns einmal ganz kurz umgucken. Hier vorne ist ja der Güterbahnhof von Hagen. Wir können mal schauen, wie voll es noch hier vorne ist. Ja, ein paar Güterzüge sind abgestellt. Da vorne sehen wir die G6. Ja, also immerhin ein bisschen was. Ah, da ist doch noch ein ICE, der hier uns noch entgegendrüst. Das wollen wir doch auch noch mitnehmen. Positionieren wir uns mal als Kamera hier unten hin. Und schauen doch nochmal dem ICE zu beim Einfahren. Das ist eine 403, ich glaube aus Kassel-Würzburg. Hat die Fernlicht an, die gute Kollegin? Das wirkt ein bisschen auf mich so, ne? Mit Zugziel? Nach Düsseldorf. Sehr schön. Und wo fährt die jetzt ein? Schauen wir mal. Die kommt aus dieser Richtung. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo das Video angehalten hat. Ich habe nämlich bemerkt, dass irgendwo eine kleine Pause OBS eingelegt hat, versehentlich. Und kurzzeitig nicht aufgenommen hat für ein paar Minuten. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, was ihr verpasst habt, weil ich nicht weiß, wann das Video gestoppt hat. Das ist jetzt doof. Aber okay, wir sind jetzt hier in der S-Bahn. Ihr habt gerade noch den ICE einfahren sehen da im Hintergrund. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.